Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, die wundervolle Community ist wieder mit am Start. Das heißt, es gibt wieder eine richtig, richtig tolle Community-Aufnahme für euch. Und sie schreiben auch gerade richtig süß Hi. Ich habe mir ein neues Pferd gekauft, Mockingbird. Es gab kein Pferdekauf-Video dazu, aber ihr seht es nun, ein Appaloosa. Wunderschön. Und ja, wir haben heute was Cooles vor und das verrate ich euch jetzt gleich. Also würde ich sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Ihr wundervollen Menschen, die hier steht, werdet euch jetzt gleich einen Ort in SSO aussuchen, den man kennt. Also zum Beispiel die Reithalle, Silberglitschloss, die Mühle oder was könnte man noch kennen? In New Hillcrest die Villa oder hier oben das Observatorium. Halt einfach so Orte, die man einfach kennt. Oder einfach ganz normale Orte wie Wildale Village, Firgrove Village. Aber das muss dann in der Nähe von einem Transporter sein. Und die müsst ihr versuchen, den Ort, den ihr euch ausgesucht habt, müsst ihr mir versuchen zu erklären anhand von drei Wörtern. Ich gebe mal ein Beispiel. Sagen wir, ich habe jetzt hier Silverglade als Ort und stelle mich hier beim Transporter hin und muss jetzt den Ort beschreiben. Dann sage ich zum Beispiel als erstes Wort Birken. Beim ersten Wort darf ich noch nicht oder sollte ihr ein Wort nehmen, wo ich noch nicht so schnell drauf komme. Als zweites Wort könnte man zum Beispiel ein Pferd nennen, was es hier zu kaufen gibt. Also zum Beispiel, ich glaube, hier sind die Ahaltekiner. Und als drittes Wort zum Beispiel Weinreben. Und dann weiß man, okay, Weingut oder Landgut. Und ihr schreibt die Wörter immer einzeln. Das heißt, ihr schreibt ein Wort und ich versuche, den Ort zu finden. Sage ich, okay, nee, hey, mit dem einen Wort kann ich nichts anfangen. Dann schreibt ihr das zweite Wort. Und das machen wir jetzt. Viele Wildpferde sind hier. Hab viele Wörter, dass du verstehst. Okay. Aber ich probiere jetzt mal, weil wenn ich den Ort jetzt am ersten Wort schon errate, kriege ich 3 Punkte. Und diese 3 Punkte versuche ich mir natürlich zu ergattern. Viele Wildpferde. Das heißt, es könnte die Südhoffarm sein. Wo gibt's noch viele Wildpferde? Also wenn du... Also Sonja müsste ja theoretisch dann, wenn, dann hier beim Transporter stehen. Oder beim anderen Transporter. Oder hier beim Steinkreis. Weil das ist ja erst das erste Wort, müsst ihr bedenken. Ich schaue jetzt noch bei dem Transporter, sonst darf Sonja uns gleich das zweite Wort schreiben. Okay, Sonja, du hast die Erlaubnis, schreib uns das zweite Wort. Ich peile es nicht. Connemara. Connemara. Junge, da fragst du mich jetzt Sachen. Waren die Connemara nicht immer Wildale? Oder Firgrove? Dundle gibt's welche. Okay, dann fahre ich jetzt mal nach Dundle. Ja! Ich hätte jetzt an so einen Koppelinsel noch gedacht. Sehr cool. Dann habe ich wenigstens 2 Punkte. Bäume. Ihr seid genial, Leute. Das ist unfair. Mehr Bäume gibt's in ganz SSO. Wald. Okay, das ist schon besser. Wald. Könnte Hollowood sein. Könnte hier... Okay, wenn sie hier in Dundle wäre, dann wäre sie schon hier. Könnte Grüntal. Könnte mein Heim... Ich fahre jetzt einfach mal... Ich fahre einfach mal nach Redwood Point, weil es ist so das Erste, was ich irgendwie im Kopf hatte. Okay, hier ist sie schon mal nicht. Hier ist ein markanter Punkt, der Aussichtsturm. Ah. Okay, das war ein guter Guess. Hi. Cool, ich habe 3 Punkte. So, ich wollte eigentlich als erstes Hollowoods, also Wildale gehen. Abo nicht vergessen. Ja, Leute, Abo nicht vergessen. Wir haben bald 3K. Dankeschön. Eva? Was ist Eva? Ist das dein erstes Wort Grace? Eva? Was ist Eva? Eva ist, ach so, ein Charakter. Dann hätte ich jetzt Rot mit Rot-Gelb. Wenn Rot-Gelb dein erstes Wort ist, hätte ich jetzt mal... Dann sagen wir, doch, Eva gilt schon. Dann lassen wir Eva, whatever, als erstes und Rot-Gelb als zweites. Weil mit Eva hätte ich jetzt nichts angefangen, also passt schon. Lassen wir gelten. Also Rot-Gelb ist jetzt das zweite Wort. Gucken wir mal. Ja! Sehr gut.
Okay, dann haben wir noch Delfina. Blumen. Ich tippe jetzt mal auf die Gärtnerei beim Silverglied Landgut, weil da gibt es Blumen. Ich hätte aber sonst auch gesagt Steve's Farm, beziehungsweise Silverglade Ort, also Silverglade Village, dort sind auch viele Blumen. Oder Koppelinsel. Ist sie das? Ist sie das? Oh, schade, ich dachte, ich hätte sie. Das wäre jetzt cool gewesen. Schade. Okay. Gut, das war mein erster Guess. Braun. Meinst du mit braun, dass die Blumen braun sind? Oder was genau meinst du jetzt mit braun? Weil mit braun alleine gefühlt alles in SSO ist braun. Das ist braun, das ist braun, das ist braun. Also du musst dich schon ein bisschen ausdrücken, was du mit dem Wort jetzt meinst, ne? Also, ne? Mit braun kann ich wenig anfangen. Wald. Blumen und Wald. Hä? Blumen und Wald klingt für mich Grüntal oder Menheim. Also Wildwoods. Oder Wolfhall-Inn. Das ist jetzt die Frage, wenn es Grüntal ist, wo sie wartet. Ob sie dann. Ich weiß mal Wolfhall-Inn. Ob sie dann beim Eingang wartet oder. Dinotal? Blumen? Im Dinotal gibt's Blumen? Was? Jetzt bin ich gerade heller verwirrt. Okay, warte. Warte. Das habe ich mir gedacht, Donald, schon vielleicht am Eingang zum Dinotal, dass sie da oben steht. Dass sie jetzt nicht im Dinotal ist, sondern beim Eingang. Genau das habe ich mir gedacht. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Also ich dachte zumindest hier beim Aufgang zum Dinotal, also hier unten beim Aufgang eigentlich. Bist du das? Bist du nicht? Dann bist du halt. Dann bist du. Hier. Ha. Gefunden. Käfige. Wo. Leute, gibt's. Wo ist ein Ort mit Käfige, wo man rein kann? Mein erster Guess ist, auch wenn das jetzt nichts mit Käfige zu tun hat. Ich weiß, das ist jetzt voll komisch, aber mein erster Guess ist halt irgendwie gewesen. Diese Container, auch wenn es keine Käfige sind, aber wenn sie meint, wo drin? Vielleicht meint sie am Schiff drin oder so? Deswegen war mein erster Gedanke jetzt Moorlandstrand, aber es könnte halt komplett falsch sein. Also hier könnte man als Pferdekäfig verwenden und hier ist auch Käfig. Gitter. Das wäre jetzt so mein erster Guess gewesen, deswegen hier ist sie nicht, also du darfst gerne ein zweites Wort schreiben. Käfige sind nicht für Pferde. Was könnte man sonst reingeben? Vögel? Ist irgendwo ein Ort mit Raben? Ah, ich glaube, ich weiß. Wenn ich das jetzt finde, dann ist es ein OP-Versteck. Und ich habe jetzt nicht auf den Chat geguckt. Falls ihr im Chat mitratet, ich gucke jetzt, während ihr euch versteckt, nie auf den Chat, weil ich will nicht gespoilert werden. Ja, okay, gut, das war gut. Das war ein gutes Versteck, das muss ich zugeben. Sumpf. Ihr erstes Wort ist Sumpf. Warte, ich muss hier den Transporter finden. Dann ist mein erster Guess Mondsicheldorf. Weil da ist Sumpf. Der einzige Ort, wo mir jetzt sofort ein Sumpf einfallen würde, Mondsicheldorf. Ja, das ist jetzt mies. Weil für Sumpf gibt es hier zwei Eingangsorte sozusagen. Das ist jetzt. Das Gruselig liegt jetzt halt im Auge des Betrachters. Ich zum Beispiel finde nix in SSO gruselig. Das ist halt jetzt auch doof als zweites Wort. Okay. Dann ist halt gruselig jetzt Wort 2. Und lila ist Wort 3. Ja gut, jetzt komme ich auch drauf. Ja. Sind wir streng? Also lassen wir jetzt gruselig als zweites Wort zählen oder nicht, Mods? Was meint ihr? Ja, okay, dann lassen wir es halt gelten. Sumpf. Echt jetzt? Fonzie nimmt auch Sumpf. Ja, bist du vielleicht hier, Fonzie? Okay, sie ist nicht hier. Ich gehe mal kurz zum Eingang vom Sumpf, ob sie dort steht. Nee. Okay. Säulen. Hä? Sumpf und Säulen. Ah, nee, nee, nicht Villa, sorry, ich guess doch nicht Villa, ich guesse den Dings da oben.
Warte. Warte. Nee, wir lassen. Nee, Villa gilt. Ich sag Ding im Mond. Palast. Dings, also den Palast da oben. Oh, schade. Schade. Tempel der Abenddämmerung. Aber das wäre. Aber Fonzie gibt zu, das wäre ein guter Guess gewesen, oder? Spirale. Ja, dann ist es hier. Warte. Der Kessel. Wie fahre ich denn da jetzt am besten hin? Wie komme ich da am besten hin jetzt von hier, ist die Frage. Ich weiß nicht mal, wie ich zu dem Kackkessel hinkomme, okay? Ich renne jetzt einfach hier den Weg hoch und dann darauf. So. So ein Ding ist es. Ich probiere hier rauf zu klettern. Ey, ich bin auch so dumm. Ich glaube, ich gehe gerade falsch. Ja, ich gehe gerade falsch. Ich muss hier entlang. Ja, da sind so Säulen, so Bruchstücke von Säulen, sage ich ja. Die Säulen, ja, sind so halbe Säulen. Ja. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir stehen jetzt hier bei Fonzie. Die hat hier einen richtig gemeinen Ort ausgesucht. Ich habe am Anfang eigentlich gedacht, das wäre dieser Tempel in New Hillcrest, aber ja, es war dann doch der Ort und wir haben jetzt ein bisschen gebraucht, bis wir da hingekommen sind. Aber jetzt sind wir da. Und ja, es war ein guter Ort. Generell, ihr habt euch echt gute Sachen überlegt. Und deswegen, ich sage Dankeschön fürs Mitmachen. Es war mal ein anderes Community-Video, aber wenn ihr wollt, können wir sowas gerne mal wieder machen. Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!